Was hat er über dieses Thema gesagt? Thema gesagt? Im Einzelnen, Herr Präsident, möchte ich. Nicht im Einzelnen, im Allgemeinen. Es wurde von Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen. Ich selber hatte ja meine Vorbereitungen zu machen für die Protokollangelegenheit. Ich konnte nicht da stehen und einfach zu horchen, aber die Worte drangen eben zu mir herein, zu mir ran, denn das Zimmer war ja nicht zu groß gewesen, als dass man in dem Wortschwall nicht einzelne Worte hätte aufgeschnappt. Unsere Kriegserklärung ist soeben den Botschaftern von Großbritannien und Frankreich übergeben worden. Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, Männer unserer Armee und Marine, Hitlers verbrecherischer Angriff auf unser Vaterland geht weiter. Die Rote Armee kämpft heldenhaft, schon sind die besten Divisionen des Feindes vernichtet. Der gestrige Tag, der 7. Dezember 1941, geht als Tag der Schande in die Geschichte ein. Die USA wurde plötzlich und vorsätzlich angegriffen. Wie lange es auch dauern wird, diese Invasion abzuwenden, das amerikanische Volk wird den Sieg erringen. 100 Millionen Jahre. Japaner müssen nun ihrem Land dienen und sich aufopfern. Solange wir alle das kaiserliche Ziel des Weltfriedens verfolgen, werden wir weder Amerikaner noch Briten fürchten. Was glauben die Deutschen, wer wir sind? Verstehen sie nicht, dass wir nicht ruhen werden, bis wir ihnen eine Lektion erteilt haben, die sie nie vergessen werden? Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Ich selbst aber vermochte auch nicht über meinen Schatten zu springen, ich war lediglich ein Werkzeug in der Hand stärkerer Kräfte und eines unerfindlichen Schicksals. Die Endländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können? Und sollte man mir das Land auf einem silbernen Tablett reichen, ich will es durch Krieg. Hört! Marschall Badoglio telegrafiert, an der Spitze der siegreichen Truppen bin ich in Addis Abeba einmarschiert. Wir werden kämpfen bis zum Ende. Wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen. Wir werden mit wachsender Zuversicht und wachsender Stärke am Himmel kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch auch immer der Preis sein mag. Wir werden auf den Stränden kämpfen, wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen, wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen, wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden uns nie ergeben.